Hey Leute, hier ist Heikap Christian. Ich habe heute mal wieder Microneedling und ich dachte, dass ich euch dahin mitnehmen könnte und erstmal erzählen könnte, was Microneedling eigentlich ist und warum ich das mache. Microneedling ist eine Technik, um das Hautbild zu verbessern, indem, das klingt ziemlich gruselig, indem man einen Kopf nimmt. Das ist quasi eigentlich so ein Gerät, das sieht quasi aus wie ein Stift und anstatt einer einzigen unschuldigen Miene, die euer Gesicht bemalen würde, habt ihr da ziemlich viele kleine Nadeln drin, die sich auf und ab bewegen, ganz, ganz schnell und ein bisschen rotieren. Und das wird quasi über die Haut gefahren, um mikroskopisch kleine Verletzungen in der Haut zu verursachen. Natürlich alles medizinisch kontrolliert, sodass das dann, sodass die Verletzungen halt nicht offen bleiben, sondern normal behandelt werden. Und diese kleinen Verletzungen in den Hautzellen regt die Haut an, neues Kollagen zu produzieren, wodurch sich das Hautbild verbessert, die Haut gestrafft wird und Aknenarben verschwinden oder zumindest zu einem größten Teil verschwinden, was der Grund ist, warum ich es mache. Das erklärt auch, warum diese Technik als Kollageninduktionstherapie bekannt ist. Die gibt es jetzt seit ein paar Jahren und inzwischen gibt es wissenschaftliche Literatur darüber, dass es tatsächlich bei vielen Sachen hilft, zum Beispiel Aknenarben. Man muss das mehrmals machen. Einmal bringt nicht sonderlich viel, man kann es einmal machen, aber es ist eigentlich empfohlen, das zwischen 3 und 5 Mal zu machen. Heute ist, glaube ich, mein 5. Mal. Dementsprechend bin ich jetzt am Ende des Zyklus, aber das Wetter wird auch schön draußen und man kann das nicht im Sommer machen, weil das viel zu anstrengend für die Haut wäre, wenn man dann noch mit dem ganzen Sonnenlicht umgehen müsste. Warum ich das mache? Warum quäle ich mich alle 4 bis 6 Wochen mit Nadeln rum? Warum schleppe ich mich zu einem Zentrum, wo ich 120 Euro für eine Sitzung bezahle und mich von Nadeln foltern lasse? Und für die, die es wissen wollen, ja, es tut weh. Es ist nicht so schlimm, wie ich es mir vorgestellt habe und über die Zeit gewöhnt man sich halt auch irgendwie dran, aber das ist jetzt kein angenehmes Gefühl. Sagen wir mal so, wenn man das halt, ich lasse halt immer diesen Bereich hier machen, quasi nicht so wirklich, ja hier ein kleines bisschen zwischen meinen Augenbrauen, weil ich irgendwie immer Pickel bekomme, mein Körper ist so weird. Und dann hier runter, hier und letztes Mal auch die Nasenflügel. Wenn man quasi hier ist, tut es nicht so weh, aber wenn die Nadeln halt auf den Bereich treffen, wo halt wirklich Knochen direkt runter sitzt, also jetzt hier, ganz besonders hier, tut es wirklich sehr, sehr weh und man muss, meine Kosmetikerin muss da halt auch immer mehrmals drüber gehen. Aua. In Deutschland bin ich, was habe ich in Deutschland alles gemacht, als ich noch in Deutschland gelebt habe? Ich bin zu Hautärzten gegangen, die mir aber irgendwie nie wirklich weiterhelfen konnten. Ich hatte 1-2 Mittel, die ein bisschen geholfen haben, aber nachdem ich mit meinem letzten Hautarzt in Deutschland richtig scheiß Erfahrungen gemacht habe und deshalb dachte ich jetzt ganz ehrlich, jetzt wo ich ein bisschen Geld auf der hohen Kante habe für so einen Spaß, gehe ich jetzt die kosmetische Route und versuche es damit und das funktioniert sehr viel besser, auch wenn mein Hautbild heute irgendwie ziemlich kacke ist. Ich weiß auch nicht, ich habe jetzt richtig viele Pickel bekommen in der letzten Woche. Ja, das ist im Grunde genommen der Grund, warum ich es mache. A, weil es keine andere wirklich gute Technik gibt, um Aknenarben wegzubekommen. Und B, weil ich es leid bin, überhaupt Akne zu haben und es nervt, dass die Medikamente nicht funktionieren. So, und jetzt mal so ein creepy Close-up von meinem Face. Einfach weil sich das röten wird in den nächsten Tagen, wahrscheinlich auch ein bisschen schälen. Und ich möchte einfach eine Bestandsaufnahme haben von, wie das aussieht. Ich werde mich auch noch später rasieren, weil was nicht rasiert ist, da kann man keine Pickel rausbekommen. Ja. Mein Gesicht! Okay, ich habe es überlebt. Meine Haare sitzen in meinem Gesicht. Oder ist das nur der Schatten? Ist das vielleicht auch nur der Schatten? Es war wieder extrem. Vor allem, das tut halt am meisten weh, wo die Knochen drunter sitzen. Also da und da. Ich weiß nicht, wie gut man das jetzt sehen kann, die Rötung. Ich mache zu Hause nochmal ein Update in ein paar Stunden. Ich war um 14 Uhr beim Microneedling und jetzt ist es 21.30 Uhr, also sind einige Stunden vergangen. Und so sieht meine Haut jetzt aus. Das ist noch mit kamuflierender Creme drauf. Dementsprechend sieht meine Haut darunter noch etwas
schlimmer aus. Es fühlt sich nicht so ganz krass an wie beim letzten Mal. Es ist schon warm, das merke ich, dass es einfach ziemlich warm wird, weil halt ne, der Blutstrom vergrößert ist. Jetzt werde ich die Camouflage abmachen, mein Gesicht reinigen und dann zeige ich euch, wie es da drunter aussieht, also quasi in Wirklichkeit. Okay, so sieht mein Gesicht ohne die Camouflage aus. Man erkennt halt die Creme, glaube ich, noch ganz gut, die ich mir drauf gemacht habe, weil es einfach ohne ein bisschen unerträglich ist und brennt. Es brennt auch gerade ein bisschen. Das Brennen dauert ungefähr 5 Minuten und wird danach wesentlich besser und lässt dann irgendwann nach einer halben Stunde ziemlich nach. Und morgen früh wird es ohnehin sehr viel besser sein, aber ich werde jetzt den ganzen Tag morgen quasi mit so einem Gesicht noch durch die Gegend laufen. Ich werde das natürlich auch zeigen. Dort ist das Ergebnis nach dem ersten Tag. Dementsprechend macht das am einem Donnerstag. Nehmt euch den Freitag frei und dann seht ihr am Montag wieder halbwegs normal aus. Das ist mein Motto. So sieht es jetzt ungefähr nach guten 30 Stunden aus. Noch ziemlich rot, tut aber weniger weh und ich habe fast das Gefühl, dass ich dieses Mal nicht so viel schälen wird, aber wir werden sehen. So, das ist meine Haut jetzt 5 Tage später. Es ist jetzt Montag. Ich war ja am Mittwoch beim Microneedling. Und es hat sich hier relativ viel gepellt, an der Nase rum ein bisschen, wahrscheinlich noch ein bisschen mehr in den nächsten Tagen. Aber es sieht auf jeden Fall besser aus, habe ich das Gefühl. Und die Akne-Narben hier sind zurückgegangen, hier auch ein bisschen. Das ist eher was ich fühle, als was man sieht, weil ich halt fühlen kann, wie das uneben ist. Und jetzt ist es halt viel weniger uneben. Hier einen kleinen neuen Pickel bekommen. Und auch ansonsten fühlt sich meine Haut einfach sehr, sehr viel glatter und geschmeidiger an, weil sich die obere Hautschicht weggepellt hat. Ich bin auf jeden Fall ziemlich zufrieden mit dem Ergebnis. Das ist ja keine Wuhu-Wow-Veränderung in einem Mal, sondern eher was halt Schritt für Schritt geht. Und jetzt war das meine letzte Microneedling-Sitzung für dieses Jahr, beziehungsweise wahrscheinlich bis November, weil jetzt die Sonne wieder rauskommt, was natürlich sehr schön ist, aber wenn man dann halt 5 Tage nur drin sitzen kann und die Haut danach auch noch ein bisschen lichtempfindlich ist, weil ja eine Hautschicht weg ist, nicht so toll. Dementsprechend kann man Microneedling eigentlich wie alle anderen extremen Hautsachen nur im Winter machen und ich werde jetzt weiterhin alle 5 bis 6 Wochen zu einer normalen Ausreinigung hingehen. Ist auch super lustig, tut auch weh. Das heißt, ich bleibe von meinen Schmerzen nicht ab, bezahle aber weniger und habe trotzdem ein verbessertes Hautbild. Mein Fazit, lohnt sich Microneedling? Ja und nein. Es kommt halt immer auf euren Hauttypen an, es kommt auf eure Haut allgemein an. Das ist von Person zu Person einfach unterschiedlich. Ich kann also nur von mir selber sprechen und ich habe sehr, sehr viele Sachen probiert, um meine Haut besser hinzubekommen. Na, normale Ausreinigung, diesen ganzen DM-Kosmetik-Kram, von dem ich eigentlich nur persönlich raten kann, die Finger zu lassen, weil es einfach nichts bringt und wahrscheinlich auf lange Sicht eure Haut nur schädigt. Und was habe ich noch gemacht? Das ist Jahre her, dass ich mal die Kräuterschälkur hatte von Schrammeck. Die ist quasi noch extremer als Microneedling, weil da quasi Kräuter mit Säure auf das gesamte Gesicht geschmiert werden, dass sich das gesamte Gesicht abhält. Man also wirklich nur so richtig große Hautflocken irgendwie rumhängen hat. Dementsprechend ist Microneedling da schon sehr viel angenehmer. Und für mich, wenn ihr so eine Haut habt wie ich, ja, dann würde ich sagen, es lohnt sich. Es ist eine schrittweise Verbesserung, vor allem weil Aknenarben, die ich halt hier habe, so ein bisschen, mich einfach tierisch nerven und das eine gute Methode ist, die wegzubekommen. Wie gesagt, gibt auch die ersten klinischen Studienergebnisse, die das sagen. Und von daher würde ich euch einfach raten, geht zu einer Kosmetikerin, der ihr vertraut. Die vielleicht sogar vegan anbietet, das wäre toll. Und dann, probiert es aus, lasst euch beraten, macht vielleicht mal eine Sitzung und guckt, wie ihr das vertragt, ob das vielleicht zu viele Schmerzen für euch sind, ob euch das gute Resultate bringt, aber ich werde es im Winter wahrscheinlich wieder machen. Vielen Dank fürs Zuschauen, wenn ihr weitere Videos von mir sehen wollt oder auch Videos mit meinem Freund zusammen, dann könnt ihr
entweder diesen Kanal abonnieren oder meinen neuen Kanal abonnieren, wo ich dann meine Videos mit meinem Freund, mit Kishang, hochladen werde, der allerdings dann auf Englisch sein wird. Allerdings sollte das nächste Video jetzt in der nächsten Woche kommen. Wir haben uns sehr lustige Themen ausgedacht, deshalb ja, könnt ihr auch dahin gehen und abonnieren und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann!